Hi Freunde, wir sind's, Marisa und Heiko. Wir gehen jetzt zu einem Friedhof. Ich habe auch ein paar Notizen rausgeschrieben, damit ihr wisst, um was es geht. Ich lese es euch einfach mal vor. Der Friedhof liegt mitten im Wald und wurde 1858 angelegt, um den Verstorbenen ewige Ruhestätte zu bieten. Adelige aus ganz Europa suchten in der Klinik Hilfe für ihre geplagten Nerven oder ein Mittel gegen Geisteskrankheiten. Zu Zeiten des Nazi-Regimes fand die Heilanstalt mit dem hervorragenden Ruf jedoch ein grausames Ende. Alle Insassen wurden unter dem Deckmantel des Sterbehilfeerlass ermordet. 1940 schlossen sich die Tore und es fanden auch keine Beisetzungen mehr statt. Noch heute rankt sich um den Friedhof eine Legende. Nachts soll die große Frauenstatue hinter dem eisernen Tor zum Leben erwachen und die Toten vor der Störung durch Eindringlinge zu schützen. Beobachten könne man dies jedoch nur von draußen, weil der Friedhof in der Dämmerung für Besucher geschlossen ist. Wir sehen uns nachher. Bis gleich. Ciao.